Horatio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Oh Mann. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Das Spiel hat so eine geile Story. Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Deswegen meine ich, das Spiel hat mir die beste Story. Sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. So, Leute, dann mache ich ab jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe, aber mir reicht es jetzt erstmal. Jetzt mache ich erstmal nochmal Modern Warfare 2. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erstmal nehmen wir noch schnell an hier. Moment. So, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Und es geht wieder weiter mit Let's Play. So, wollen wir mal gucken. Fortsetzen. Wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben? Achso, wir müssen die führen. Ich hoffe, wir machen mal... Komm, machen wir mal eine kleine große Kämpfe, wenn wir die führen müssen. So, bleibt meine Sprachrolle. Moment. Hä? Och, nee. Geh weg. Oh, ich hab keinen Penny. Ich hab keinen Penny. Gehst du mal weg? Geh weg. Ich hab keinen Penny. So, geh doch. Er hat's kapiert. So einfach können wir welche abschütteln. Einfach auf der Straße sagen, ich hab keinen Penny. Habe ich jetzt jemand mit laut? Ich hab gar nichts gemacht. Drücken, um den Waffenrad aufzurufen und dann die Option Geld werfen. Bringt mir jetzt nichts, oder? Was bringt mir das? Die Gelden zu Distanz zu locken und Wachen abzulenken. Ah, verstehe. Flick eure Wunden, edler Herr, ihr habt's zu Recht gerichtet. Och, könnt ihr nicht mal die Schnauze? Hier habt ihr Geld. Wo kommt das denn her? Ich bin ein Glückspilz. Lol. Ob die echt auch so abdrehen, würde ich auch mal gern wissen. Geld, Geld, ja. Ihr habt doch Geld. Oh, Gold! Echt großes Glück! Was für ein Glück, das ist Großzügigkeit. Hallo. Ey, schubst mich mal nicht. So. Komm, ich setz mich aber hin. Ihr habt natürlich keinen Platz, ihr könnt da stehen bleiben. Ah ja. Ah ja, wir gehen mal weiter hier. Ihr wollt auch Geld haben, wir haben genug. Da liegt eine 100 Münzen, aber wir haben 10 fallen gelassen. Ja, ja, ja. Ihr habt auch Geld. Habt Spaß damit. Kebuana Fortuna. Ja, schon wieder. So. Hier. Ach, hier habt ihr Geld. Geht mir nicht auf die Nerven. Oh, damit seid ihr ja noch schlimmer. Mann, regt euch mal ab. Ach, wir machen ein bisschen schneller, das nicht auszuhalten. Ich verstehe. Raus aus der Stadt. 150? Da kann man das einfach auch so machen, oder? Nee. Na kommt. Und auf einmal. Kommt, 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 kommt. Schneller. So, wo muss ich jetzt mit euch hin? Können wir uns vielleicht ein Pferd leisten hier? Ah, Mist. Wo gehen wir denn hin? Nach Monterigenio. Okay, gehen wir mal hin. Wow, wir sind aber auch schnell. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. So gefällt es mir schon Wann viel besser. Wir nach Hause? Ich weiß es nicht. Mann. Ich weiß es nicht, also leise. Anschließend. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Mann, Mann, Mann. Wurden Sie... Ich weiß nicht. Anständiges Begräbnis.
Ja, hatten sie. Was für ein Begräbnis? Die hängen bestimmt immer noch da. Geht's wieder in die Realität, ins Reale. Animusteuerungssystem, ja, ich hab verstanden. Aber ich will weiter Action haben und da sind wir jetzt schon woanders. Sind wir jetzt in Monte Regino? Würde mir gefallen. Da kriegt man nämlich mal unser erstes Schwert von unserem Großonkel. Eigentlich nur Onkel, oder? Onkel Mario. Und bitte. Ich hab keinen Bock jetzt im Real Life zu sein. Ich bin hier um zu zocken. Aha. Komm, ich bete zum Gamergott. In dem Spiel Ubisoft. Bitte Ubisoft. Bitte, bitte, bitte. Ich sehe nur weiß. Ihr seht auch nur weiß. Und wir sind in Monte Regino. Unsere Villa. Wir sind in der Toskana. 1476, okay. Aber ja, also direkt im Mittelalter. Oder ist das schon Renaissance? Nee, Mittelalter. Oder? Mittelalter oder Renaissance? Vielleicht auch Renaissance. Ich denke mal Renaissance. Wir sollten nah sein. Endlich, jetzt geht's wenigstens ab hier. Ich kann gar nichts machen. Achso. Maria und Claudia zur Villa Auditore. In Monte Regino eskortieren. Gerne doch. Dann lass mir auch meinen Spaß. Segui mi. Bald haben wir, glaube ich, auch in dem Spiel noch unseren schönen Bart. Oder kriegen wir das erst später? Ach, kriegen wir, glaube ich, erst später. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Brotherhood meine ich jetzt damit, oder? Ich weiß nicht. Ist doch ganz schön dunkel hier. Aber ich habe mit meinem PC auch mal ein bisschen dunkel gemacht. Weil ich Kopfschmerzen hatte. Oh. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Dich hau ich um. Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo. Kriegst du nicht. Zwei neue Hengste. Kriegst du auch nicht. Eine hübschere Braut. Guck ein Spiegelbild. Oh, du bist auch eine Frau. Ja. Und dein Leben. Mein Leben ist viel zu schön für dich. Komm, komm. Da komm her. Wo dir keiner mehr helfen kann. Ihr habt ja nicht mal Messer. Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Alter, fest ihr meine Mutter... Ey, treibt. Fest meine Mutter an, so weit kommt's wohl noch. Ach, das wird mir zu langweilig. Na, mir auch. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Tja. Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet ja, sie. Ich töte dich jetzt. Attacke. Und da rennt doch schon was.